Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Risen 3. Ich bin jetzt hier von diesen Ruinen schon mal zurückgegangen. Und zwar sind wir jetzt bei der Taverne. Und es ist Nacht geworden. Jetzt können wir mit Mason hier endlich die Nachtwache machen. Und ja, das werden wir mal tun. Ich will bloß vorher kurz was schauen. Proviant habe ich auf links. Okay. Alles klar. Dann werden wir mal anquatschen. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Ja. Mal gucken, was uns hier erwartet. Sieht hier mehr wie ein Spaziergang aus, Mason. Was ist denn hier los? Passiert hier was? Nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der er spricht mir aus der Seele. Leg mal einen Zahn zu. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. So ist es. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Psst. Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. So, jetzt ja nicht gekämpft. Oh, Mason macht aber mächtig Schaden, ey. Aber der Finisher gehört mir. So, schön. Schattenwaffe. So, Mason, war's das jetzt schon hier, oder was? Lass uns weitergehen. Herrlich! Oh. Ja, so einen starken Schlag darf ich nicht machen. Da sind die noch zu schnell, die Jungs. Aber... Chasing, Junge. Oh. Ach, was mach ich denn? Ich wollte mich eigentlich heilen. Was ist das für ein Vieh? Puh. Hat er was für uns? Schattenwächter. Ein Schädel. Ja, danke. Komm, wir gehen weiter. Können wir weiter? Ja, ja. Schattenviecher. Diese Biester tauchen immer wieder auf. Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Wir sind ja mit dabei, Mason. Keine Sorge. Du bist zwar um einiges stärker, aber ein bisschen helfen können wir auch. Das war's. Zurück zur Taverne. Das war's schon. So, da wären wir. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Ja. Das können wir durchaus tun. Weg. Ah, der ist jetzt bestimmt irgendwo am Saufen, der Typ. Da können wir jetzt ein Trinkspiel machen.
Lass uns um die Wette trinken. Endlich ein Herausforderer. Also, wenn du gewinnst, kannst du im Hinterzimmer umsonst Quartier beziehen. Verlierst du, zahlst du wie der Rest für den Schlafplatz. Los geht's. Okay, greife nach den Flaschen und leere sie, bevor dein Gegner es tut. Mhm. Okay, je länger du dafür brauchst, desto betrunkener wirst du. Okay. Dann mal los. Wie macht man das denn? Du hattest deine Chance. Verloren. Ha, das war ja eine peinliche Vorstellung. Aber wie gesagt, für ein paar Goldmünzen lasse ich dich trotzdem hier übernachten. Naja, ist gut. Du kannst mal einen ausgeben. Jeder, der gegen die Schatten kämpft, hat einen ordentlichen Schluck verdient. Dann trink mit mir. Prost! Der hat ja gar nichts in der Hand? Was kann der mir denn eigentlich beibringen? Wenn das Gold stimmt, gerne. Schnapsbrenner lernen. Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Trinker lernen. Nee, wir laufen jetzt zurück zur Zitadelle, denn wir können ja Eldric. Oh, wer war denn das? Haben wir mit dem schon geredet? Lass mich einfach in Ruhe. Ah doch, den haben wir ja in die Schranken gewiesen hier. So, ja, wir wollen jetzt zurück zur Zitadelle, denn wir haben ja diese Grimoire haben wir ja für Eldric. Müssen wir natürlich mal schauen, ob der jetzt überhaupt wach ist. Wenn nicht, müssen wir uns irgendwo hinhauen. Wer war das? Ach, Mason. Mit dem hatten wir ja gerade schon zu tun. Eldric steht da, ich würde trotzdem gerne mal... Oh, jetzt geht's wieder in die Schattenwelt. So, okay. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwo rausballern hier. So, Seenstaub. Gucken, ob hier wieder jemand rumsteht. Ah! Das endlich auf. Gar nicht. Wenn man aber sehen würde, wo die Grenzen sind. Aber das sieht man ja leider nicht. So, Eldric. Ich habe das Grimoire gefunden. Dann zeige es mir. Hier. Sehr gut. Weißt denn wirklich noch in der alten Burgruine im Westen? Ja, in den Fängen eines ziemlich übel gelaunten Schattenlords. Ja, ich wusste, er hat sich im Westen versteckt. Gut, dass du das Grimoire retten konntest. Was ist mit dem Schattenlord geschehen? Ja, ist erledigt, ne? Der Schattenlord im Westen ist erledigt. Ah, das wird die Gemüter wieder etwas heben. Gut gemacht. Was wird nun mit dem Grimoire geschehen? Ich muss es studieren. Ich muss herausfinden, wie wir deinen Geist wiederfinden und zurück in deinen Körper locken. Du solltest in der Zwischenzeit an deinen Fähigkeiten arbeiten. Schließe dich einer starken Gemeinschaft an und lerne ihre Kampfesfertigkeiten. Die Schatten sind auf dem Vormarsch. Und ich brauche deine ganze Kraft, wenn wir bestehen wollen. Wegen deiner Krieger.
Okay, Mason hat seine Wache im Norden beendet. Das ist gut. Mason ist einer unserer besten Männer. Porter hatte ein paar Probleme mit Geistern auf einem Friedhof. Die Probleme haben wir im Moment alle. Hauptsache, er ist unbeschadet wieder bei uns. Ja. Der Schmied Wilson hat seinen Schmiedelehrling Alvito verloren. Ja, ich hörte davon. Bedauerlich ist es in der Tat. Aber wir müssen nach vorn schauen. Der Feind teilt unsere Trauer leider nicht. Winter hat seine Feigheit überwunden und ist wieder der Alte. Das ist sehr gut. Ich dachte schon, wir hätten ihn verloren. Nö. Gut, dann ist das ja auch alles erledigt. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Tränke brauen lernen, Chemie steigern, Ritualmeister lernen. Verbessere die Wirkung von Tränken sogar noch mehr. Die Wirkungsdauer von Tränken steigert sich um 50%. Aha. Da brauche ich Geist 100, das reicht natürlich noch nicht. Gut, wäre das erstmal erledigt. Wir könnten jetzt zurück. Drake. Wir könnten jetzt zurück nochmal zu den Ruinen. Das würde ich eigentlich ganz gerne machen. Ich würde gerne mal schauen. So, wie viel Gold haben wir denn? Wo steht denn das? ...2282. Ruhm haben wir einiges. Hier können wir mal ein bisschen was steigern. Härte. Nahkampf. Genau. Ja, bitte. So, 2000 Gold haben wir. Jetzt können wir Henrik mal anquatschen. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Hier, Gegenangriff würde ich nämlich gerne lernen, aber da fehlt uns nichts mehr. Können wir lernen. Ja. Ich möchte lernen, wie ich Angriffe kontern kann. Bei einer ordentlichen Konterparade ist es wichtig, dass du feststehst. Es nutzt dir nichts, eine Attacke zu blocken, wenn du dabei aus den Socken kippst. Ansonsten achte darauf, den Schwung des Schlages mit deiner eigenen Waffe umzulenken. Dies ist eine der wichtigsten Techniken, die du beherrschen solltest. Gut, die können wir jetzt. Das ist schon mal sehr schön. Na komm, 50 haben wir noch nicht. Das können wir also noch nicht steigern. Schwerter können wir auch noch nicht steigern. Hiebwaffen auch nicht. Klingensicher ist jetzt zu teuer. Ich habe nicht genug Gold. Gut, dann lassen wir das erstmal. Okay, ja. Gut, dann hätten wir das erledigt. Ich würde nochmal, wie gesagt, zurück zu diesen Ruinen. Das werde ich offscreen machen, dahin laufen. Und, weil da gibt's noch was zu entdecken, da haben wir nicht alles gesehen. Das kann nicht sein, also. Ein paar Sachen sind da bestimmt noch. Und, ja. Dann machen wir dann im nächsten Video bei den Ruinen weiter. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video.